Wirklich nicht normal. Sonst gibt es um diese Jahreszeit immer Fische. Ja, das ist wahr. Ich mache mir Sorgen. Das mit den Fischen ist für uns ganz genauso bedrohlich wie für die Tiere. Wir dürfen keine Zeit verlieren, kleiner Donner. Wir müssen herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind. Dort lang. Wenn es in der Nähe unseres Dorfes keine Fische mehr gibt, heißt das, das Problem muss viel weiter oben liegen. Sieh nur, kleiner Donner. Wenn es hier oben noch Fische gibt, bedeutet das? Sie sind nicht verschwunden. Irgendwas hindert sie daran, weiter zu schwimmen. Ja, aber was? Um das rauszufinden, müssen wir umkehren. Aber das wäre uns doch auf dem Weg aufgefallen. Das ist ja das Merkwürdige. Da war nichts. Huh? Großer Adler! Yakari, du tust wirklich sehr gut daran, dich um diesen Fluss zu kümmern, der für alle Lebewesen so wichtig ist. Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ja, aber heißt das, ich soll noch mehr unternehmen? Du musst dafür sorgen, dass das Problem nicht wieder auftaucht, wenn du es gelöst hast. Los, lass uns weiter reiten. Wir müssen herausfinden, was Großer Adler meinte. Hilfe! Hilf mir doch! Ich bin hier drüben! Hier drüben! Das Flughörnchen! Du bist es, Yakari! Oh, gut! Ja, was ist denn nur passiert? Kannst du mir bitte helfen, Yakari? Ich bin hier am Baumstamm festgeklebt. Wie konnte denn das passieren? Da ist etwas ganz Klebriges auf dem Boden. Ich konnte mich losreißen. Aber dann hatte ich es an den Pfoten und bin wieder festgeklebt. Erklär mal genauer. Es ist nicht weit. Überzeug dich selbst. Aber ich gehe da nicht wieder hin. Danke, Yakari. Macht's gut. Reiten wir hin. Du das auch? Derselbe Geruch wie das Flusswasser. Sieh mal da. Gar kein Zweifel. Es kommt von dort. Müder Krieger? Oh, guten Tag, Yakari. Was machst du denn da? Das hier sind die Kanus unseres Stammes. Das siehst du doch. Und ich repariere die Kanus mit diesem Harz hier. Aber das will einfach nicht halten. Das liegt daran, dass es regnet, müder Krieger. Bei Regen kann das nicht halten. Da trocknet das Harz nicht. Ach. Jetzt verstehe ich. Dein Harz läuft in den Fluss hinein. Sieh nur. Alles voll. Müder Krieger bemerkt überhaupt nicht, dass das Harz nicht trocknet. Und deshalb trägt er einfach immer noch mehr auf. Darum werden auch die Fische aufgehalten. Die Zweige haben sich verklebt und einen Staudamm gebildet. Tritt beiseite, Yakari. Ich mach das schon. So ist's gut, kleiner Donner. Jetzt kommen auch die Fische wieder durch. Was hat Großer Adler noch gesagt? Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ich weiß, wir müssen verhindern, dass das Harz weiter in den Fluss läuft. Ich habe eine Idee. Kleiner Donner, du musst mir helfen. Wir müssen die Kanus irgendwo unterstellen, damit sie richtig trocknen können. Dann wird auch kein Harz mehr in den Fluss laufen. Wenn das so weitergeht, wird das ziemlich lange dauern. Wenn wir müder Krieger um Hilfe bitten, dauert es noch viel länger. Wir bräuchten jemanden, der so richtig stark ist. Redet ihr da etwa von mir? Grizzlybär!
Lass mich nur machen, Yakari. Oh, Yakari, du bist ja immer noch da. Ja. Na gut. Yakari, durch den vielen Regen läuft das Harzbecken über. Wir müssen das Harz irgendwie umleiten, damit es nicht in den Fluss läuft. Ich hab's. Wir müssen einen Graben bauen. Na, das ist eine Aufgabe für uns. Danke, nett von euch. Wir sind vielleicht nicht so stark, aber graben können wir. Auf geht's, Kollegen. Na los. Buddeln, 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 buddeln. Schon bald wird es in diesem Fluss wieder vor Fischen wimmeln. Komm, kleiner Donner, wir reiten jetzt heim und überbringen dem Dorf die frohe Botschaft. Auf Wiedersehen, Yakari! Mach's gut, Yakari! Auf Wiedersehen! Oh, Yakari, hast du meine Kanus gesehen? Die müssen repariert werden. Die habe ich gleich dort drüben untergestellt. Ach so. Damit du beim Arbeiten nicht mehr so nass wirst. Ah, ja, ist gut. Lass dir ruhig etwas Zeit bei der Arbeit. Wenn du die Kanus richtig trocknen lässt, wirst du sehen, dass das Harz auch hält. Ah, ja, ist gut. Dann war es also gar nicht nötig, dass ich mich so beeilt habe. Wie wär's, wenn wir kleiner Dachs eine Runde Wettfischen vorschlagen? Was meinst du, kleiner Donner? Gute Idee. Besonders, wo unser Freund, der Grizzlybär, jetzt viel entspannter sein dürfte. Der Schatten des Riesen. Geh weg! Wieso denn das? Warte, Puma! Warum hast du ihn verscheucht? Er hat mir nichts getan. Das war ein Puma-Regenbogen. Ich kenne die Pumas genauso gut wie du, Yakari. Und ich wäre in Gefahr gewesen, wenn er Hunger gehabt hätte. Aber das war ja nicht der Fall. Er hätte dich irgendwann angegriffen. Ach, was weißt du denn schon? Tja, ich kann wirklich sehr gut selbst auf mich aufpassen, Yakari. Dafür brauche ich dich nicht. Schnell, kleiner Donner, wir müssen sie einholen. Hey, kleiner Donner, hörst du nicht? Ich habe gerade keine Lust zu galoppieren. Was ist denn mit dir los? Wir müssen schnell hinter Regenbogen her. Ich muss hier unbedingt was erklären. Bist du auch sicher, dass Regenbogen das hören möchte? Jetzt fang du nicht auch noch so an, kleiner Donner. Hey! Bleib stehen! Hey! Ach, schon verstanden. Bitte entschuldige, kleiner Donner. Aber komm zurück! Warte, kleiner Donner! Eins ist klar, das ist heute überhaupt nicht mein Tag. Oh, großer Adler. Du wirkst so traurig, Yakari. Ich weiß nicht, was mit den anderen heute los ist. Kleiner Donner hat mich abgeworfen und Regenbogen war richtig wütend auf mich. Bist du sicher, dass es nur die anderen sind? Hast du unsere Abmachung vergessen, Yakari? Vor einiger Zeit schenkte ich dir meine schönste Feder als Belohnung dafür, wie respektvoll du mit allen Lebewesen auf dieser Erde umgehst. Ich weiß, aber Regenbogen war in Gefahr. Aber sie sagte dir das Gegenteil. Du solltest ihr vielleicht etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. Und genauso ist es mit kleiner Donner. Du solltest ihm immer mit Respekt begegnen. Ja, großer Adler, das war ungerecht von mir. Regenbogen ist so wie du. Sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Hab nur Vertrauen in sie. Kleiner Donner? Hey, wo wollt ihr zwei denn hin? Ach, wir machen nur einen kleinen Ausritt. Ein großer Grauer, warum bleibst du stehen? Bist du müde? Was? Wo sind wir nur? Diese Gegend kenne ich nicht. Wir sind sicher weit von zu Hause weg. Das war nicht sehr schlau von mir.
Und ihr kommt erstmal zu Kräften und dann reiten wir zurück. Ich brauche deine Hilfe, Blitz. Kleiner Donner und Regenbogen sind immer noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen um sie. Zum Glück sind ihre Spuren leicht zu verfolgen. Hoffentlich sind sie mir nicht mehr böse. Das wird ganz schön kalt hier. Jetzt nicht fürchten. Yakari wird mich sonst auslachen. Wenn er da wäre. Ich wäre jetzt lieber nicht allein. Das bist du auch nicht. Und du warst es auch nie. Wer ist da? Ein Hase? Ich bin Nanabosu. Gestatten dein Totem. Mein Totem? Ich habe ein Totem? Natürlich hast du ein Totem. Mich. Und ich bin da, um dich zu beschützen. Ein Totem, so wie Yakari. Er hat mir oft von Großer Adler erzählt. Oh. Ich habe den Schatten des Riesen geschickt, um dich zu schützen. Und ich werde stets da sein und dir den Weg weisen. Das muss ich Yakari erzählen. Das war Regenbogen. Regenbogen! Hufspuren. Ganz frisch. Und zwar von Großer Grauer und Kleiner Donner. Spuren von einem Kampf. Irgendwas hat sie hier angegriffen. Die Tatzenspuren sind sehr tief und auch noch riesengroß. Mit langen Krallen. Ein Vielfraß. Regenbogen! Kleiner Donner! Meine beiden besten Freunde sind wegen mir in Gefahr. Oh nein. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss sie finden. Kleiner Donner! Oh. Kleiner Donner, Großer Grauer. Geht es euch gut? Uns geht es gut, Yakari. Bitte verzeih mir, Kleiner Donner. Das war dumm von mir. Ich hätte dich Ich muss mich bei dir entschuldigen, Yakari. Ich hätte besser auf dich hören sollen. Wie meinst du das? Regenbogen. Ich konnte gar nichts machen. Sie wurde angegriffen. Angegriffen? Aber von wem denn? Sag schon! Wir sind zu spät gekommen. Aber wir haben es gesehen. Ein seltsames Wesen hat sie entführt. Was für ein Wesen? Ein Puma? Oder ein Vielfraß? Nein, Yakari. Ich habe Krallenspuren gesehen. Es sah aus wie ein Grizzly. Und es stand aufrecht. Und es war groß. Riesengroß. Ich verstehe das alles nicht. Sieh doch mal, Kleiner Donner. Das sieht aber sehr nach Vielfraßspuren aus. Dann müssen wir diese Spur verfolgen. Unter euch dreien zu wählen, fällt mir schwer. Ich entscheide mich natürlich für dich, Kleiner Donner. Wenn du auch willst. Sieh mal! Warte hier auf mich. Ich sehe nach. Regenbogen? Regenbogen! Ich bin hier, Yakari! Regenbogen, ein Glück! Du bist es tatsächlich! Yakari! Da bist du ja! Regenbogen! Und? Bist du auch nicht verletzt? Oh nein, mir geht es gut. Ich wurde zwar angegriffen, aber... Warte doch, Yakari! Vorsichtig, geh nicht raus. Das ist viel zu gefährlich. Es war also doch ein Vielfraß. Ich habe es gewusst. Wie kommen wir nur hier raus? Yakari! Hey, Vielfraß! Yakari! Könntest du mir mal zuhören? Verschwinde, Vielfraß! Ich lasse nicht zu, dass du Regenbogen etwas antust. Verschwinde! Oh, hey! Oh. Großer Bogen!
Großer Bogen, du glaubst nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Oh? Großer Bogen! Gut gemacht, großer Bogen! Der kommt nicht wieder zurück. Also geirrt. Das habe ich versucht, dir zu erklären. Ich hatte keine Angst in der Höhle, weil ich wusste, dass großer Bogen auf mich aufpasst. Er hatte mich davor schon mal gerettet, bei dem ersten Angriff von dem Vielfraß. Und da war ich wirklich in Gefahr, nicht wie bei dem Puma heute Morgen. Aber großer Bogen hat mich gerettet, so wie dich eben. Und dann hat er mich so weit wie möglich weggebracht. Nur ist uns der Vielfraß leider gefolgt. Deshalb war kleiner Donner so besorgt. Er dachte, er hätte ein Ungeheuer gesehen. Auf Wiedersehen, großer Bogen. Komm uns doch mal irgendwann besuchen. Der Stamm würde sich freuen, dich wiederzusehen. Es war falsch, dass ich kein Vertrauen hatte, Regenbogen. Und ich hätte mich nicht so sehr aufregen sollen, Yakari. Du hast einiges durchgemacht heute. Aber du kommst allein zurecht. Ich habe zum Glück zweimal jemanden getroffen, der mir geholfen hat. Zweimal? Großer Bogen und... Ach, weißt du, Yakari, ich habe jetzt übrigens auch ein Totem. Ja, wirklich? Es ist ein Hase. Ein Hase? Er heißt Nanabozo. Er hat mir vom Schatten des Riesen erzählt. Und er hat großer Bogen zu mir geschickt, um mich zu beschützen. Der schlaflose Bär. Was hast du denn, kleiner Donner? Wir haben alle die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dauernd so ein unheimlicher Krach. Was für ein Krach? Naja, so ein böses Knurren und Brummen und... Es fängt schon wieder an. Jetzt schon am helllichten Tag. Keine Angst. Ja. Ich werde die ganze Nacht bei euch bleiben, Freunde. Danke, Yakari. Verschwinde! Hörst du hier beim Schlafen? Und komm ja nicht wieder! Was für ein Flegel! Was hast du denn, Schmächtiger? So haben wir dich ja noch nie gesehen. Weil ich hier die ganze Zeit nicht zum Schlafen komme. Wieso knabberst du nicht ein bisschen Majoran? Macht sehr schläfrig. Ach, lass mich in Ruhe mit deiner nutzlosen Hasenmedizin. Frechheit! Was schreist du denn hier so? Du Schreibär! Schreibär! Oh, hier geht mir alle auf die Nerven! Das war ein Bär. Ganz dicht an unserem Dorf. So ein Bär darf unseren Leuten auf keinen Fall noch näher kommen. Vielleicht war er ja nur zufällig in der Nähe. Er ist sicher schon weitergezogen. Er sollte in seiner Winterschlafhöhle ruhen. Sehr merkwürdig. Da... Lass das! Hau doch ab, wenn's dir hier nicht passt. Nein, ich war eher hier. Du haust ab. Das Kratzen tut so gut. Mein Kopf! Willst du mir nicht helfen, kleiner Dachs? Oh, eine Riesenforelle. Pass auf, jetzt kannst du bewundern, wie kleiner Dachs an die Arbeit geht. Der beste Fischer aller Siox. Und der bescheidenste. Ja. Mein armer Kopf. Jetzt kriege ich dich. Och, niemals hat man hier seine Ruhe. Großartig! Ich hab ihn! Oh, und jetzt nehmen sie mir auch noch die Fische weg. Den kannst du schon haben. Ich werde bestimmt noch mehr fangen.
Ich glaube, der Bär hat Hunger. Du solltest ihm den Fisch geben. Wer futtern will, muss selbst was fangen. Der wird uns futtern, wenn du so weitermachst. Los, schnell weg hier! Eigentlich sind Bären sonst nie so aggressiv. Vielleicht hat er ja Angst vor irgendetwas. Auf jeden Fall hatten wir Angst. Ich wollte ganz friedlich fischen und er ist wie wild auf uns losgerannt. Also, vielleicht ist er auf den Fisch los. Das hieße, er hat Hunger. Das stimmt, er war ganz dünn. Er war ganz dünn? Vielleicht war das... Wenn das der Bär war, der unsere Pferde verängstigt hat, dann ist er eine große Gefahr für uns. Der Rat wird klären, was wir tun. Ich frage mich, ob der böse Bär vielleicht unser Freund der Schmächtige ist. Meinst du? Der war doch immer so freundlich. Denk mal an den Sommer damals. Der Rat des Stammes hat entschieden. Morgen früh verfolgen unsere Jäger vom Fluss aus die Fährte dieses Bären. Wir werden ihn aufstöbern und endgültig aus dem Weg schaffen. Vater, aber warum denn jetzt schon? Wartet noch. Vielleicht ist der Bär ja längst verschwunden. Wir können unmöglich so ein Risiko eingehen. Aber vielleicht hat er sich beruhigt. Das wäre viel besser für ihn und für uns. Was ist denn das wieder? Oh, endlich ein bisschen Ruhe. Ruhe! Oh, jetzt hört doch mal endlich auf mit diesem Krach! Das darf doch nicht wahr sein! Uns den Bären los! Ja! Wenn das wirklich der Schmächtige ist, müssen wir den Jägern zuvorkommen. Höher! In seiner Höhle ist er nicht. Ich hoffe nur, dass die Jäger ihn nicht vor uns finden. Nanu, was wollt ihr von dem Schmächtigen? Weißt du, wo er steckt? Weggelaufen ist er, so wütend wie immer. Aber das musste ja irgendwann so kommen. Ist sich mit seinem Geschreie und Gefluche wohl selbst auf die Nerven gegangen. Komisch, der Schmächtige, den ich kenne, war immer nett. Das war früher, aber seit der Winter gekommen ist, hat er nur noch schlechte Laune und ist doof. Aber er ist in ganz großer Gefahr. Bitte helft mir, ihn zu finden. Ja, einverstanden. Na gut. Wir suchen getrennt. Auf der Lichtung treffen wir uns wieder. Er ist nicht zu finden. Hey, Yakari! Folgt uns! Wir haben ihn gefunden! Hier geht's lang, Freunde! Schmächtiger, da bist du ja endlich! Was hast du denn? Ach, Yakari, du, ich hatte so einen Schreck gekriegt. Bei mir liegen die Nerven blank, entschuldige bitte. Unsere Jäger haben es auf dich abgesehen. Du musst dich verstecken. Die Jäger auch noch? Das hat mir gerade noch gefehlt. Aus dem Weg, Yakari. Dieser Bär gehört mir. Nein, nimm den Bogen runter, stolze Wolke. Das hier ist der falsche Bär. Er ist wirklich ganz harmlos. Wir sind seiner Fährte gefolgt. Dieses wilde Monster ist der Richtige. Jetzt mach Platz. Wo sind sie alle hin? Ich danke euch, ihr habt mir das Leben gerettet. Warum hast du denn plötzlich so schlechte Laune? Darum waren die Jäger hinter dir her. Naja, ich kann in meiner Höhle keinen Winterschlaf mehr halten. Es geht nicht, immerzu dieser Lärm. Ich finde da keine Ruhe mehr und das macht mich verrückt. Und es kommt noch dazu, dass ab und zu so ein Ohren... Das kommt von da oben. Was macht er da? Wo will er denn hin? Sei vorsichtig, Yakari. Nee.
Es muss von da vorn kommen. Was hat das zu bedeuten? Schon und fällt den Baum. Hallo, ihr Biber. Hallo, Yakari. Ihr macht also die ganze Zeit diesen Lärm. Hast du gesehen? Unser Bau ist leckgeschlagen. Bald ist alles voller Wasser. Da, die ganze Nacht haben wir geschuftet. Wir müssen den Bau schnellstens wieder abdichten. Und trotzdem klappt es vielleicht nicht rechtzeitig. Wir sind einfach nicht genug. Ach. Ich werde euch ein bisschen Verstärkung holen. Ich habe die Lösung gefunden. Lauft außen herum und kommt hier hoch. Ihr seid also die Krachmacher gewesen. Ach, ich dachte schon, ich dreh durch. Ich bin untröstlich, aber wir mussten den Bau reparieren. Deine Höhle wäre auch völlig überschwemmt worden, bis oben hin. Wenn wir uns zusammentun, schaffen wir es sicher ganz schnell. Dann kann der Schmächtige endlich seinen Winterschlaf halten. Hm. Jetzt wird das Wasser nicht mehr in deine Höhle kommen. Das nenne ich mal eine wirklich gelungene Zusammenarbeit. Ich danke dir, Schmächtiger. Ich glaube, jetzt sind wir mal an der Reihe, dir einen Gefallen zu tun. Oh, kein Kluck-Kluck mehr. Und kein Tropf-Tropf. Endlich werde ich hier drin wieder in Ruhe schlafen können. Ich habe so ungeheuer gute Laune. Und das macht uns gute Laune. So, und jetzt schlaf recht schön. Hinter dieser Wand ist er bestimmt sicher vor unseren Jägern. Und vor der Kälte ist er auch geschützt. Hast du es da auch schön? Hörst du mich, Schmächtiger? Oder... Ja, Kari hatte recht. Der Bär ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte meinen, der Bär wäre eine Geistererscheinung. Der hat bestimmt Angst bekommen und ist aus der Gegend verschwunden. Oh, tja, dann können wir endlich alle in Ruhe schlafen. Das können wir auch, kleiner Donner. Das haben wir uns verdient.